Tritratrolala. Ja, noch ein Videotipp. Und noch eine Kommentarspaltenzensur gleich mit anbei. Also der Titel hier, kleiner, guter, kleiner Zusammenschnitt, ist absolut passend. Da ist mal sehr treffend dargestellt, von was für Pfosten, sag ich jetzt mal, wir da regiert werden, was die geschafft hat an die Spitze ihrer jeweiligen Partei und dann auch in die Regierung in irgendeiner Form einzuziehen. Ja, in dieser Form empfehle ich mal dieses Video. Die drei Kommentare jetzt hier unten, die mal wieder völlig unsichtbar sind und wo mir jetzt YouTube helfen muss, das erstmal zu sortieren, weil sonst würde ich ja da überhaupt nicht durchblicken bei drei Kommentaren. Wobei ich da sagen muss, was der Top-Kommentar ist, das würde ich am besten immer noch selbst entscheiden wollen. Also insofern frage ich mich, was soll diese Sortiererei? Wenn wie früher die Dinger chronologisch hier eingehen würden, dann könnte sich jeder aussuchen, ob er den Neuesten zuerst sich anguckt oder ob er runterscrollt. Hallo, ich habe gesagt, sortieren nach Neueste zuerst. Und da kommt in diesem Falle jetzt mal nichts. Na super, da kriegt man ja voll Lust zu kommentieren. Drei Unsichtbare. Bare. Auch nach dem Sortieren. Ach, das wird jetzt wieder schwierig. So, wir schicken das mal ab. Das habe ich vorhin auch gehabt. Ich habe eine Antwort für Carmen Kreskeil-Gäser. Mehrzeilig. Ich habe wieder richtig einen Text kommentiert. Drück auf Kommentieren und es war weg. Wobei, ganz schwach sehe ich da unten was. Ganz blass schimmert da einer durch. Weg hier. Irgendwas schimmert hier durch. Vielleicht bin ich ja schon wieder offline oder was, aber das kann doch alles nicht wahr sein. Manchmal passiert das hier. In Berlin ist das mit der Digitalisierung noch nicht so weit fortgeschritten. Da kommt man manchmal, man denkt, man wäre drin und ist drin, aber wenn man dann guckt und das neu verbindet, dann stellt man fest, man war ja nicht mehr drin. Man ist jetzt erst wieder drin. Wir gucken mal, ob das sich hier noch bessert. Nee, also es bleibt eigentlich bei meiner Behauptung, die gucken jetzt erstmal, ob das gesendet werden kann oder ob es auch in den Mülleimer kommt. Das Erinnerungsloch. Gut, in diesem Sinne, schönes Restwochenende noch. Bumpis und Om.